Also, letzter war's einmal. Hey ho, ja! Heute gibt's mal wieder ein weiteres Video und heute sind wir mal nicht auf Hypixel Skyblock, obwohl wir in der Luft sind und auch nicht beim Computer. Wir sind nämlich bei einem Minecraft-Projekt von Schokowaffel007 und zwar Waffle Attack. Waffle Attack, das ist ein Überlebensprojekt, wo alle gemeinsam zusammen was bauen. Und ich hatte gefragt, ob ich Waffle Attack machen darf, also Videos für Waffle Attack. Und das wurde mir erlaubt und deswegen habe ich jetzt meine Aufnahme an und mache mit euch hier ein Video. Und in diesem Video wollte ich mit euch hier den Fahrstuhl noch zu Ende bauen, den ich schon offcam angefangen habe. Wir wollten hier nämlich einen kleinen Fahrstuhl machen. Hier ist nämlich Dr. Cookie 16 Space. Und oben, da wo ich gerade stand, da ist die Base von Buzz und mir. Hier ist ein Fahrstuhl, den wir auch vorher genutzt haben, nur der ist jetzt außer Betrieb, bis ich fertig bin. Und wenn man jetzt, also der Fahrstuhl wird so funktionieren, hier wird eine Druckplatte sein. Wenn man über die Druckplatte fährt, geht, dann wird einmal dieser Seelensandblock hier hingemacht und dann geht man nach oben. Nach einer Zeit ist dann da wieder der Magma-Block und dann wird man wieder nach unten gezogen. Das ist auch noch bei dem Eingang. Beim oberen Eingang brauche ich keine Druckplatte. Also nur bei dem Eingang und bei dem Eingang brauche ich eine Druckplatte, damit man dann hochfahren kann. Und das möchte ich jetzt hier machen. Und was ich dazu brauche, ist schon mal etwas Stein. Genauer gesagt brauche ich 12 Stein. Da gehe ich mal nach oben. Und hole mir noch mal etwas Stein. Zwei Stein. Machen wir noch drei mit dazu. 5 Stein. Das braten wir jetzt mal schnell. Und wenn es fertig ist, dann können wir uns schon mal ein paar Komparatoren machen. Ich mach mal dieses Holz zu Stecker. Dann brauchen wir, komm, machen wir mal 5 Redstone-Fackeln. Ne, wir brauchen noch mal 3. So, dann haben wir genug. Jetzt haben wir hier 3 Fackeln. Dann, wir haben immer noch nicht genug an Fackeln. Wir brauchen noch mal 3. Dann ist ja gut, dass ich genauso viele Stöcke habe. Das passt ja hier wie angegossen. Also, Redstone-Fackeln, ganz viele Redstone-Fackeln, dann 4-mal Quarz und 4-mal Stein und jetzt haben wir hier 4 an Komparatoren. Dann gehen wir kurz nach unten. What? Okay, das war ja mal cringe. So, und jetzt haben wir hier etwas gebaut, was, wenn man es aktiviert, ich habe gerade keinen Knopf hier, sonst könnte ich euch zeigen. Wenn man das aktiviert, wird hier Strom gehalten, das geht aus und somit wird dann dieser Block einmal rüberfahren und nach einer Zeit wieder zurück. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist eine Druckplatte überall machen, die dann nur noch da angeschlossen wird. Und das können wir ganz schnell machen, indem wir 2 Repeater brauchen. Glaube ich. Ich gehe mal schnell wieder nach oben. Also Waffel, Grüße gehen ab jetzt an dich raus, dass du hier diesen tollen Server gemacht hast. Also
die Idee dazu hattest und dass du auch hier Inventar behalten anhast. So kann man nämlich etwas chilliger nach oben kommen. Einmal kurz pennen gehen. Pennen ist immer gut. So. Wir brauchen nochmal 3 Stein. Wir brauchen etwas Holz. Wow. Okay. Etwas Holz. Wo kriegen wir etwas Holz her? Wir kriegen etwas Holz von hier. Dann kloppen wir mal schnell hier das ganze Holz weg. Das wird doch eigentlich wehtun. Stellt euch mal vor, ihr habt da einen Baum, wollt ihn fällen und schlägt da mit der Hand drauf. Ja. Das tut doch weh. So, ich sammle nochmal hier schnell einen Setzling ein. Moin. Wer ist da? Ah, 04. Ich bin gerade in der Aufnahme. Setzling. Okay, gut. Okay, dann hat er uns verlassen. Er hat uns verlassen. Egal. Dann machen wir ja mal schnell die Aufnahme zu Ende. Ich will es noch schaffen. Ich will es noch schaffen. Ich will es noch schaffen. Erstmal etwas Stein hier. Dann etwas umcraften. Das kann ich zu Stöckern machen. Jetzt habe ich genug Stöcker. So, und jetzt brauchen wir nur noch 4 Redstone und 2 Druckplatten. Für die 2 Druckplatten brauchen wir nochmal 4 Stein. Super. Also warten wir mal kurz ab, bis wir dann das alles gebraten haben. Ich mache kurz einen kleinen Cut. Ha, endlich sind die Steine hier fertig. Dann haben wir 2 Druckplatten. Diese 2 Druckplatten können wir nutzen, indem wir schon mal unten anschließen. Als erstes schließen wir, glaube ich, unten an. So. Dann brauchen wir eine Spitzhacke und kloppen mal kurz hier den Stein hier weg. Einmal hier alles wegkloppen. Bis wir dann am Ziel angekommen sind. Das kann ja immer mal etwas dauern. Hier kommt ein Repeater. Redstone, 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 ganz viel Redstone. Geschafft. Unten ist schon mal angeschlossen. Jetzt, wenn wir drauf gehen, dann ist das super. Und nach einer Zeit müsste das wieder zurückgehen. Perfekt. Dann geht's drauf. Ja, super. Gut, 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 gut. Dann haben wir das schon mal. Das hier muss ich einmal aufmachen. Um dann einmal hier alles abzuschließen. Ist hier alles abgeschlossen, ja. Weil Wasser in der Technik, das ist nicht ganz so toll. Perfekt. Okay, das ist doch schon mal super. Ich glaube, ich lasse das hier vielleicht nochmal offen.
So, Technik ausleuchten. Das war meine letzte Fackel. Ich hole noch mal schnell ein paar mehr Fackeln. Wie schnell die Fackeln immer weg sind. Also, Fackeln. Ich brauche Fackeln. Wo haben wir noch genug Kohle? So, ich glaube, das reicht. Bäm und bäm. Zack. So, 24 Fackeln wieder. Und jetzt müssen wir noch die andere Tür anschließen. Dazu müssen wir einmal hier den abbauen. Und dann können wir den davor platzieren. Dann kann man da immer noch gut hochlaufen. Oh, das passt sogar. Mit der Tür hier. Witzig. Okay, jetzt müssen wir nach unten kommen. Dazu müssen wir uns nach unten buddeln. Huch. Ah, da sind wir hier doch schon gleich gut dran. So, hier müssen wir noch einmal runter und dann sind wir auch schon unten. Ja, hier, wir kommen doch hier perfekt raus. Perfekt hier. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm. 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 Jetzt mache ich noch hier mal einen Repeater hin, weil wir noch den über haben. Oder nee, ich mach den. Hier hin. So, jetzt ist das hier aber nicht mehr ausgeleuchtet. Dann können wir vielleicht noch genau. Bam, 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 bam und bam. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch den Fahrstuhl auffüllen mit Wasser. Und das ist eine Arbeit, die, naja, also wenn ich jetzt runtergehe, dann genau. Super. Auffüllen. Das kriegen wir hin, indem wir viel Wasser verbrauchen. Warte mal kurz. Egal. So. Dann brauche ich noch mal zwei Schilder. Hast du noch zwei Schilder, Cookie? Okay. Okay, der hat kein Schild mehr. Vielleicht sind noch hier am Spawn Schilder. Nö. Hier ist noch ein Schild. Ja, okay, dann passt das ja. Cookie hatte nämlich noch unten ein Schild. Ein Birkenschild. Dann passt das ja. Das passt. Und jetzt heißt es, viele Wassereimer holen.
Ich komme nicht raus. Ach, egal. So, okay, dann müssten wir das wohl noch bearbeiten unten. Ja, das muss man. Oder irgendwie einen Knopf aufstellen. Ja, ich stelle, glaube ich, einen Knopf auf, dass dann per Knopfdruck das dann durchwechselt. Ja, dann stelle ich da mal kurz einen Knopf auf. Vorher gehe ich nochmal pennen. Ja. Einmal pennen gehen. Zack. Was brauchen wir? Ach ja, wir brauchten hier nochmal einen Knopf. Den Knopf, den können wir einfach ganz leicht machen. Indem wir nämlich den einfach nur noch unten anschließen. Wasser. Zum Glück ist das jetzt nicht in die Technik gelaufen. Sonst hätten wir ein Problem. Okay, also einmal ein Knopf. So, zum Rauskommen heißt es diesen Knopf drücken. Und den Knopf muss ich jetzt nur noch hier unten anschließen. Easy. Bam, 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 bam. So. Jetzt machen wir das hier wieder zu. Und fertig. Und jetzt können wir auch per Knopfdruck wechseln. Nein, können wir nicht. Weil ich hier reingeflogen bin. Jetzt funktioniert's. Gut. Warum funktioniert das so nicht? Hä? Na super, ich habe keine Spitzhacke mehr. Hallo, liebes Technik. Ich möchte gerne dich aktivieren. Aber liebes Technik möchte sich nicht aktivieren lassen. Nee, liebes Technik möchte das nicht. Hä, was ist das? Thea zockt schlau wie ein Holzkopf. Natürlich kann das nicht funktionieren. Weil ich eigentlich einen Repeater brauche. Aber wer braucht bitte schön heutzutage noch Repeater? Man kann es doch auf die Oldschool-Weise lösen. So. Das wird nicht funktionieren. So aber. Ja. Endlich.
Also man kommt dann jetzt hier hoch. Oder wenn man drin feststeckt im Wasser. Ach lol. Ja lol. Jetzt habe ich hier wieder. So, jetzt aber. Jetzt können wir auch viel an Dingsen holen. Okay. Ich bringe mal kurz einen Bring-Um-Stein hier hin. Oder bringen Umstein ist echt toll, weil man sich damit umbringen kann, um schnell wieder nach oben zu kommen. Ja, das macht der Bring Umstein. Das kann man wieder etwas Wasser nehmen. Wupp. Bam. Und ich brauche wieder Wasser. Also muss ich wieder auf den Bring Umstein. Das wird jetzt noch ein bisschen so laufen. Ich mache einfach einen kleinen Cut, bis ich wieder fertig bin. So, ich bin wieder da. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber ich möchte euch was erklären. Denn manche Leute werden, glaube ich, in die Kommentare schreiben, das sehe ich doch jetzt schon, mach es doch einfach so, indem du oben einen Wasserblock platzierst und das dann runterfließt. Ja, könnte ich machen, mache ich aber nicht. Denn das müssen nämlich volle Blöcke sein. Wenn das keine vollen Blöcke sind, kann sich das nämlich nicht zu den Blubberblasen bilden und man kann dann nicht raufgeschossen werden. Und das ist halt blöd. Und deswegen muss ich jetzt hier jeden Block einzeln mit Wasser setzen, bis ich oben angekommen bin. Und das kann echt nervig werden. Also kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt bei dem vorletzten und letzten Wassereimer. Jetzt kommt gleich nur noch der letzte und dann sind wir fertig. Mal gucken, ob wir fertig werden und wie das Endergebnis ist. Also, letzter Wassereimer. Cool. Was haben wir davon? Jetzt können wir nämlich hier, wenn wir reingehen, geht es dann nach oben. Wenn wir unten reingehen, also hier bei Dr. Cookie, dann geht es auch nach oben. Und wenn wir nach unten wollen, müssen wir hier nur warten. Denn jetzt ist nämlich das schon wieder aus. Und jetzt können wir hier nach unten. Ja. Wir haben es geschafft. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.